Freitag, 12.04.2024, Los Acros, Logroño. Mein Camino, Tag 7. Es ist eine lange Etappe, die da vor mir liegt, denke ich, voller Respekt, als ich starte. Ich komme gut voran. Viel an der Straße entlang geht es heute. Gegen Mittag mache ich Rast in Viana, schaue mir nach dem Essen in Ruhe die Kirche an. Die letzten Kilometer gehe ich entspannt, fast spazierend durch Felder und Weinberge. Bald schon taucht Logroño auf und ich denke bei mir, das war ja einfacher als gedacht. Fazit des Tages, Gelassenheit. Ein langer Weg wird durch Eile nicht kürzer. Frau Jansen, was bummeln Sie da rum? Na, noch bist du ja in der Vorbereitung. Eine etwas andere Vorbereitung heute. Ich warte nur, dass du mich hinbringst. Ich habe jetzt gerade seinen Rucksack packt. Und das Filmequipment noch fertig macht. Dann drehen wir gleich die Sitze. Und dann bringe ich dich nach Los Acros. Schmeißt du mich raus? Ja, und der Herr wünscht sich, dass ich ihn nicht auf den Parkplatz bringe, weil das sind nochmal wieder extra 800 Meter. Nö, du kannst mich an eine Kreuzung rauslassen. Ja, er möchte an der Straße rausspringen. Hier, heute ist lang genug. Ja, das stimmt. Mit 27 Kilometer oder was? 26 oder irgendwie so. Und da zählt jeder Meter. Gut, dann machen wir das so. Und danach stelle ich mich dann nochmal auf den Parkplatz oder irgendwo hin, muss ich mal gucken. Und trink noch mal einen Kaffee. Das ist eine sehr gute Idee. Also Leute, lasst es uns rocken. Ich berichte wieder von der Piste, wie es mir heute geht. Es fühlt sich alles ganz leger an. Mhm. Also, Sitze drehen. Also nochmal ein ordentliches Guten Morgen auch von mir. Rico habe ich in Los Acros ausgesetzt und habe dann kurz überlegt, was ich mache, weil der Platz in Logroño, also im nächsten Zielort, wo wir stehen, der ist sehr schön beschattet mit Bäumen. Das macht aber immer ein bisschen Schwierigkeiten für unsere Starlink und ich wollte heute gerne noch Videos für euch hochladen. Dann habe ich kurz überlegt, in Los Acros auf diesem Dorfplatz da stehen zu bleiben, aber dann dachte ich mir, wozu? Fahre ich doch einfach wieder in mein geliebtes Gewerbegebiet, ihr kennt es schon. Und habe die Starlink aufgebaut und lade jetzt Videos gleich hoch. Da Rico ja eine ganze Weile heute unterwegs ist, habe ich ja Zeit dazu und dann fahre ich erst rüber. Und für euch ist das gut, weil ich habe in diesem Gewerbegebiet jetzt noch einen richtig schönen Schotterparkplatz gefunden. Also das andere sind alles so LKW-Parkplätze, wo auch ein bisschen Lärm ist und sowas. Aber ich glaube, hier könnte man richtig gut schlafen. Also das hätte ich mal gestern schon entdecken sollen und auch direkt neben dem Hundeweg. Also perfekt. Hier verbringen wir jetzt den Tag und dann werden wir irgendwann frühen Nachmittag oder so verlegen. Aber erstmal jetzt Videos hochladen und frühstücken, weil ich bin gerade ohne Frühstück losgefahren. Rico ist immer erst unterwegs und dadurch, dass ich ihn bringen musste, bin ich auch noch hungrig. Also erstmal was essen. Ja, der Camino geht auch mal direkt an der Straße lang. Muss man aufpassen. Ist dann manchmal so. Aber die Autofahrer kennen das hier und sind bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr rücksichtsvoll. Also, das klappt schon. Wir gucken mal, wie sich der Tag anlässt, ihr Lieben. Heute laut App eine der längsten Etappen, die ich bisher hatte. Die sagt irgendwie 27 Kilometer. Naja, ich hatte ja schon mal 28 gelaufen. Mal gucken, wie es heute wird. Manchmal weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mir lieber ist. An der Straße laufen oder querfeldein. Aber dafür immer über diese Weinberge kraxeln. Ach, das ist aber auch ein schweres Los, welches ich mir ausgesucht habe. Aber ich will euch kurz berichten, das Knie macht keine Zicken. Irgendwie scheinen wir die Behandlungsmethoden
gut gewählt zu haben. Ich merke es abends so beim Liegen, also wenn ich schlafe im Bett, merkt man immer so einen leichten Druck von innen. Aber auftreten, beugen ist morgens und über Tag sehr gut möglich. Mit der Bandage geht das gut. Naja, hoffen wir, dass es so bleibt. Jetzt geht es hier durch so einen schönen Weinberg. Wenn man die so sieht, mit den zarten Pflänzchen da drauf, kann man sich fast nicht vorstellen, dass da was wächst, ne? Aber ja, der berühmte Rioja wird in dieser Region angebaut, weil die Region auch, glaube ich, Rioja heißt. Naja, ihr Lieben, da hoch soll ich jetzt. Auf geht's! Anderthalb Stunden Straße und mal so ein Trampelpfad daneben und ansonsten, ja, sieht das die meiste Zeit in den letzten fast 90 Minuten mittlerweile so aus. Fühlt man sich ein bisschen wie einer, der ein Radrennen fährt, ne? Immer weiße Streifen sieht auf der Straße. Ja, da hinten, ihr Lieben, Viana, das wird dann wohl heute meine Mittagspausenstation. Und von da sind es dann, glaube ich, noch mal knapp 10 Kilometer oder so bis Longorno. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, der Morgen ließ sich gut an. Ich bin frisch, fromm, fröhlich, frei durch den Sonnenschein gelaufen hier. Macht richtig Laune. Und das Knie zuckt immer noch nicht. Was ist denn da los? Ja, so kann es bleiben. Ganz da hinten, ich drehe euch nochmal, kann man schon Longorno im Talkessel liegen sehen, unter so einer richtigen schönen Dunstglocke. Weiß gar nicht, was das ist, Nebel, Abgase, keine Ahnung. Aber wie gesagt, jetzt erstmal Viana, ich schätze mal in 20 Minuten werde ich da sein und dann gibt's Mittag. Aha, 1219 gegründet, Viana. Viana, die schöne kleine Stadt, habe mich wohl erholt, eine Tortilla gegessen, einen Kaffee getrunken, ein Kaltgetränk genossen und jetzt bin ich aus der Altstadt entflohen und mache mich auf das letzte Stück Richtung Longorno. 9 Kilometer, sagt die App. Ich bin mal gespannt. Ja, aus dem alten Kern der Stadt raus ist es dann gleich ernüchternd. Und so ruhig und so beschaulich, wie die Innenstädte oft sind in den kleinen Städten und Dörfern, desto sprudeliger und intensiver ist es oft am Stadtrand, wo das junge Leben pulsiert. Die Schüler Pause haben und schön auf dem Schulhof Gas geben. Das ist überall auf der Welt gleich. Kinder
die Pause haben und gerne toben und spielen. Ja, auf Wiedersehen, Viana. Schön war es hier. Auf nach Longorno. Da möchte ich euch doch noch kurz vom Pilgerwein berichten. Die Geschichte vom Pilgerwein. Ihr erinnert euch, es gab hinter Estella an der Bodega Irache die Möglichkeit, am Fuente del Vino Wein abzufüllen. Dies tat ich. Ich freute mich, ein Fläschchen ergattert zu haben. Ich trug es den lieben langen Tag mit mir herum. Abends war ich so frei, mir ein Gläschen zu genehmigen. Zu einem zweiten kam es nicht mehr. Was war passiert? Ich Trottel, ich muss es so klar sagen, habe mein Glas gedankenlos auf den Tisch gestellt, so hinter Tanjas Laptop, dass sie es nicht sehen konnte. Sie bittet mich mehrfach, inständig, immer wieder, stell nichts zu trinken hinter mein Laptop. Ich kann dann nicht sehen. Naja, es kam, wie es kommen musste. Tanja wollte mir was zeigen auf dem Rechner, dreht diesen um. Plötzlich wurde es ganz kalt an meinem Arm, in meinem Schritt, an meinem Bein. Ergoss sich gar der rote Wein. Na, da war was los. Also keine Panik. Alle blieben recht ruhig. Es musste halt ein gesamtes Glas Rotwein aufgesaugt werden aus dem Schaffell meines Sitzes, aus dem Bodenfell. Der Tisch musste, ja, gesäubert und entklebt werden. Dem Laptop ist Gott sei Dank überhaupt gar nichts passiert, weil das Glas ja auf den Boden fiel. Lange Rede, gar keinen Sinn. So saß ich also da wie so ein, ja, Weintreter. Mein Bein, das war alles so schön vom Rotwein benetzt. Roch ein bisschen nach Kneipe. Aber wir haben das Malheur schnell wieder in den Griff bekommen. Ich habe dann zu Tanja gesagt, Schatz, wenn du meinst, ein Glas Wein reicht, sag das doch einfach. Warum kippst du das zweite denn einfach um? Und da konnte sie dann schon wieder lachen, mein Engelchen. Ja, so gab es dann nur die halbe Flasche. War ja eh nur so ein kleines Trinkfläschchen voll. Aber ja, so kann es manchmal sein, ne? Also immer schön aufpassen. Da geht's lang, Freunde. Also, immer den Pfeilen nach. 5 Kilometer bis zum Tagesziel. 23 Kilometer habe ich jetzt. Unvorstellbar. Am ersten Tag fühlten sich 23 Kilometer an wie 100. Und heute, ja, man merkt seine Füße, aber ja, weiter, ne? Unfassbar, wie man so reinkommt jetzt am 7. Tag. Aber viele Freunde und ja, Wanderer haben mir schon berichtet, so die ersten 3-4 Tage sind schwer, weil man erstmal sich kennenlernt, wie man läuft, was für einen Rhythmus man hat. Der Körper stellt sich ein, quasi die Gliedmaßen, wie sie zu funktionieren haben. Und dann wird es eigentlich, ja, ich muss fast sagen, täglich besser. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Da finde ich am letzten Tag in dem Industriegebiet den besten Platz zum Stehen und eine noch schönere Hunderunde. Ist das nicht verrückt?
Könnt ihr es sehen, ihr Mäuse? Da ist es. Longorno. Na, halbe Stunde, denke ich mal, bin ich im Zentrum. Schauen wir mal. Ihr Lieben, so kurz vor Longorio, Longorno, I don't know. Nochmal ein kurzes Hallo. Ich kann es mir nicht vorstellen, das in der Zeit zu machen, diesen Camino, wo der eigentlich am meist besuchtesten ist, soll ja zwischen Juni und August sein. Also hier in diesen spanischen Tiefebenen, so wo die Berge um die Städte herum sind, das ist jetzt schon so brütend. Ich kann mir nicht vorstellen, sowas dann bei 40 Grad zu laufen oder so. Was stimmt mit den Leuten nicht? Das grenzt ja an Selbstgeißelung. Das ist echt hart. Also jetzt ist es schon, wir haben jetzt 13.35 Uhr Ortszeit und es ist gefühlt, keine Ahnung, 30 Grad oder so. Wahrscheinlich sind es in echt nur 22, aber durch die Bewegung, die man macht und so weiter. Und hier von diesen Hauswänden, das strahlt so ab. Wie ist das denn erst im Sommer hier? Zwei weitere Videos sind fertig hochgeladen. Beschreibung geschrieben, ihr habt alle Koordinaten wie in jedem Video. Ihr findet alle Stellplätze immer in der Videobeschreibung mit Koordinaten und ein bisschen Erklärung dazu. Jetzt mache ich uns abfahrtsbereit, ein Fenster ist noch zu schließen und dann fahren wir nach Logroño. Mal gucken, wann wir da eintreffen, was wir da für einen schönen Platz finden. Also den Platz wissen wir, aber auf dem Parkplatz, was wir da für einen schönen Platz uns aussuchen. Und by the way, die Sonne brennt. Dann mache ich das mal zu, sonst habe ich dir die ganze Zeit auf dem Kopf. Einzug der Karawane in Longorio. Longorno. Ich werde es nie richtig sagen können. Ihr Lieben, es gibt gleich einen Stempel. Und dann suche ich mir mal ein Kaltgetränk in der Altstadt. Ich nehme euch mal mit. Schauen wir doch mal, was es da noch so zu sehen gibt, gell? Ganz vorteilhaft von unten gefilmt, melde ich mich auf dem zentralen Platz des heutigen Tagesziels. Sehr froh, sehr glücklich. 28,23 Kilometer waren es. 2,3. Also 28 Kilometer, 280 Meter, 230 Meter. Völlig fertig, der Mann. Ja, Stempel habe ich in der Tasche. Jetzt gucke ich mal, ob ich in die Kathedrale komme. So ihr Lieben, und da bin ich schon. Hier auf dem Platz angekommen, fertig nivelliert, wir stehen schön gerade. Das ist wie gesagt ein sehr, sehr großer Parkplatz mit ganz vielen Bäumen, also es ist schön beschattet, an einem Schwimmbad. Ja, ich finde es okay. Und drehe jetzt noch die Sitze, warte auf den Pilger, bis er kommt. Dann schauen wir mal. Hunderunde ist hier auf dem Platz, also drumherum ist ein bisschen Rasen. Aber wenn man jetzt hier über den Kreisel geht, ist auf der anderen Seite ein Park, den man komplett darunter laufen kann. Das heißt, die Hunde kriegt man hier auf jeden Fall auch müde gelaufen, wenn auch vielleicht nicht im Freilauf, je nach Hund. Und es ist auch gar nicht so voll wie beim letzten Mal. Also als wir das letzte Mal beim Camino rückwärts hier waren, war alles voller Wohnmobile. Ja, was ist denn heute? Freitag? Ja, weiß ja auch nicht, woran das liegt. Gut, gut. Angekommen. Ihr Lieben, durch die Altstadt, 1000 verschlungene Gassen, gehe ich jetzt hier durch den Park. Über einen Fluss, dessen Namen ich nicht weiß. Derer sich dahinter verbirgt, der Stellplatz, wo Fredo heute verweilt. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Den kleinen Racker.
Und noch viel wichtiger, ob wir meine liebe Frau finden. Ja, bis hierher muss ich mich wieder für euer Begleiten, für eure Gedanken, für eure Wünsche per WhatsApp und per Insta bedanken. Was heißt muss, möchte ich. Das pusht mich immer. Als allererstes möchte ich hier den Peter anführen, der jeden Morgen Motivation und Power in mich reintut und als erster schreibt, dass ich den Tag rocken soll. Es hat heute wieder geklappt, Peter. Vielen Dank dafür. So, wo ist jetzt meine Brücke? Hier. Hier schreiten wir nun herüber und gucken mal hinten, hinterm Stadion. Das ist irgendwo eine große Stellfläche, wo wir beim Erkunden ja schon 200 Wohnmobile gefunden haben. Mal gucken, wie viel es heute sind. Immer wieder überraschend, was für ruhige Orte man mitten in einer Stadt finden kann. Und hier, ihr Lieben, stehen wir heute. Ist ganz schön leer. Hier war viel mehr los am Wochenende. Aber heute ist es noch recht leer. Ich glaube, das ist der Parkplatz, der hier zum Stadion gehört. Und da hinten, man sieht ihn noch nicht recht, ist der Fredo versteckt neben Platanen. Platanen? Plantanen? Schreibt es mal in die Kommis. Da ist der kleine Räuber. By the way, bestestes Refugio, was man sich wünschen kann als Pilger. Und da sitzt doch schon wieder meine liebe Frau und filmt den Zieleinlauf des Gladiators. Bin ich nicht gemein, die ganz andere Ecke vom Parkplatz zu nehmen? Hunde, seid nicht immer so laut. Das ist in meinem Ohr doch zum Scheppern laut. Unsortiert, na, wie war's? Heute war es gut. Aber warm wieder, ne? 27 Grad. Jetzt hätte ich fast ein Fluchwort genommen. Es ist die Hölle. Ja. Heute, ihr Lieben, hat der Rico sich 2 Stempel gegönnt. Einmal in Viana. Und einmal in, wo sind wir eigentlich? Logronio. Logronio. Ja, ich kann das immer nicht sprechen. Logronio. Heute war es gut. Mhm. Knie ist, wollen wir sagen, intakt. Tanja hat ja Müller Wohlfahrt einfliegen lassen. Ja, hat sich gelohnt, ne? Das den Geld. Sportarzt von FC Bayern aus Rente geholt. Und der Platz ist ja erstaunlich leer, ne? Ja, also habe ich schon gesagt gerade, also vom letzten Mal zum Vergleich. Ja, Wochenende ist hier voll. Aber es ist Freitag. Ja, das kommt ja noch erst wieder. Na gut, wir werden es sehen, aber wir fahren ja morgen früh wieder. Und ich meine herausgefunden zu haben, dass es hier auch der Parkplatz fürs Stadion, wenn hier, da sind auch ganz viele Busparkplätze, bin ich eben vorbeigelaufen. Genau, und vom Schwimmbad hier. Das ist der Schwimmbadparkplatz, den du dachtest. Okay. Naja, jetzt kommen wir mal an, nehmen wir ein Kaltgetränk und dann lassen wir den Park Trevue passieren. Den Park oder den Tag? Den Tag. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir alle wieder vereint und dann sehen wir mal weiter. Ja. Hast du uns auch was mitgebracht? Einen Apfel? Nein, danke. Jemand einen Apfel? Ah, einen Apfel. Kalle, wollen wir einen Apfel? Kalle liebt ja Äpfel, ne? Mehr hat er uns nicht mitgebracht. Ihr kennt die Perspektive, ihr wisst, was jetzt kommt. Ein kurzes Abendfazit. Abendfazit.
Schaut mal, Fred hat schon ein Heckfenster. Ja, das ist unser Vario für alle, die jetzt hier nur wegen dem Camino gucken. Alle unsere treuen Zuschauer wissen, worum es geht. Fazit heute. 28, schieß mich tot Kilometer. Morgen werden es über 29. Und die Temperatur soll morgen auch so hoch gehen, ne? Ja, also sehr kuschelig warm. Ich werde morgen, habe ich beschlossen, versuchen, hier wegzukrebseln, während die ganzen Damen und der Kalle noch schlafen, beziehungsweise im Bettchen bleiben. Also früh, wenn es noch kühler ist. Ja, ne? Weil das war heute ja schon kurz nach 9 schon in der Sonne ziemlich kuschelig. Und die Etappe morgen gibt nicht so viel Schatten her, also früh aufstehen, bin ja eh immer um 6 wach und dann geht's auf die Reise, ihr Lieben. Heute war es gut, es tut nichts weh, die Füße sind müde, wie immer noch am Tag stehen, wer in seinem Job steht, kennt das. Aber alles gut soweit, jetzt wird noch ein bisschen ferngesehen, beziehungsweise Serie gestreamt. Und so, let's finish this video for today. See you tomorrow. Alles klar, so machen wir das. Na? Bis morgen. Bis morgen, ihr Lieben. Morgen 18 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Einschalten nicht vergessen. Tschö.